In gut 45 Minuten oder so muss ich dann nachher hindern zu der Busstation. Nachher geht es etwa eine Stunde lang zu der Fähre hindern. Danach heisst es wieder etwa 2 Stunden lang wird warten. Und die ganze Fahrt dauert dann etwa 12 Stunden. Ja, ich bin jetzt hier auf der Fähre angekommen und ihr glaubt nicht, was ich jetzt gerade getroffen habe. 2 Schweizer auf einen Touch, das gibt es gar nicht. Marcel, der Cyril. Genau. Marcel kommt von Bar und der Cyril ist von Spiez. Und ja, also, ihr habt glaube ich auch noch nie, oder du hast glaube ich jetzt seit kurzem. Ja, schon ein wenig Schweizer unterwegs, ja. Du auch? Ja, schon ein paar, aber jetzt okay. Ich die letzten 2 Wochen nicht, nein. Okay. Ja. Noch nie in Schweizer gesehen und plötzlich reden 2 Typen vor mir Schweizerdeutsch. Unglaublich. Scheint doch Schweizer zu haben, die reisen, hä? So, wir sind jetzt hier wieder an Land und verabschieden uns jetzt hier gerade vom Bingo. Alle die, die den Bingo kennen, bitte einen Kommentar hinterlassen. Wir haben schon gesehen, wir haben ein paar gemeinsame Freunde. Also wir wissen, wer uns beide kennt. Und erzähl mal, wo geht es jetzt durch? Du bist mit dem Velo unterwegs da, übrigens. Was hast du vor? Das ganz grosse Ziel ist, im Dezember bis auf Argentinien runterzukommen. Also ich habe noch etwa 7 bis 8 Monate und dann will ich dort unten noch so 2-3 Tagestrackings machen. Und mal schauen, was ich alles antreffe unterwegs. Vielleicht sehe ich ja euch wieder. Wer weiss, von San Diego ist er gestartet. Genau. Bis ganz runter nach Ushuaia. Und bei dir, wie sieht es bei dir aus? Ja, mein Ziel ist eigentlich schon, um die Welt ohne ein Flugzeug zu brauchen. Ich bin jetzt 7 Monate unterwegs, von Schweiz her, über Russland, Japan bis daher. Und jetzt geht es Richtung Südamerika und nachher wieder zurück Richtung Europa. Gute Pläne, oder? Hallo Leute, ich bin jetzt wieder allein unterwegs. Hat richtig gut da wieder mal ein bisschen Schweizerdeutsch zu schnurren. Jetzt bin ich eben wieder beim Anstehen gesehen von der Fähre. Sind vor mir gestanden und reden miteinander Schweizerdeutsch. Und ich sagte, nein, das kann es nicht sein, oder? Wirklich das erste Mal auf dieser Reise. Jetzt sind es 4 Monate, oder ja, insgesamt. Ja, 4 Monate bin ich jetzt unterwegs, nie in Schweizer gesehen. Dann nachher gerade 2 auf einen Klapp. Ja, es ist wirklich manchmal schon noch witzig, wie klein das die Welt ist. Der Marcel / Bingo. Der wohnt ja wirklich etwa 10 km Maximum weg in der Schweiz von mir. Er wohnt in Bar, ich wohne in Cham. Und wir haben uns sicher schon x-mal gesehen und an der Fasnacht haben wir sicher schon x-mal miteinander zusammen gesoffen. Aber so richtig kennengelernt haben wir uns jetzt hier in La Paz, beim Maastad zu der Fähre. Ja, er war in der Gucke, bei der Belcantos. Liebe Grüße alle Belcantos. Und jetzt sind ihr gefordert, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von mir, Marcel, haltet. Guter Kaib, nicht so. So ein bisschen Langweiler oder ein bisschen Party-Kaib, nimmt mich wunder, schreibt doch das alles mal in die Kommentare rein. So Leute, jetzt bin ich hier angekommen und das ist hier überwacht. Davor hat es so ein Tor und ihr seht hier, die Umgebung ist recht schön. Schön sicher. Und jetzt gehe ich hier mein Haus suchen. Ja Leute, ich bin jetzt also in meinem Airbnb angekommen. Hier. Und so sieht mein Zimmer aus. Das ist mein Bett. Und ich wohne hier bei einer Familie. Sie beide sind Lehrer. Und sie haben ein kleines Kind, 3 Jahre, glaube ich. Habe ich jetzt aber noch nicht gesehen, ich habe nur bis jetzt ihn gesehen. Jetzt müsst ihr schauen, was ich vorhin entdeckt habe hier innen. Vielleicht ist es nur. Ja, schaut. Hoi! Es tuyo? No, es que es de una amiga. Ah, ok. Ven para acá. Es einfach ein Hase da innen gewesen. Ich bin vorne da in die Küche runter. Und danach läuft einfach ein Hase durch die Küche durch. Das wäre die Küche übrigens. Das kann das alles auch benutzen. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen etwas posten. Weil ich getraue es kaum zu sagen, weil es schreiben mir bestimmt wieder alle Kollegen, du bist nur immer am Essen. Ja, ich bin nur immer am Essen. Aber ich filme natürlich immer nur dann, wenn ich gehe essen. Es ist nicht so, dass ich
Amol, jetzt habe ich es gerade gesagt, jetzt habe ich mich selber verraten. Ja, noch, auf jeden Fall, ich gehe jetzt Essen holen, weil ich Hunger habe. Ist gut. Hä? Stört's euch? So, guten Morgen zusammen. Es ist Sonntag und heute machen wir einen kleinen Familienausflug mit der Familie vom Airbnb. Und wir haben da noch einen kleinen Gast dabei. Was ist mein Name? Christian. Christian? ¿Y cuántos años tienes? Tres. ¿Tres años? Wow, eres muy grande, ¿eh? ¿No? Und ja, wir gehen jetzt hier auf einen Aussichtspunkt und glaube ich noch in die Kirche gehen wir auch noch. Sonntag ist Kirchentag. Ja, ich bin jetzt hier am Beach von Mazatlan und wenn ihr seht im Hintergrund, ist recht was los. Sonntag halt und jetzt gehen wir auf den Aussichtspunkt, dort auf dem Berg oben. Und schon bin ich da. Jetzt sind wir hier auf dem Aussichtspunkt, hier beim Faro in Mazatlan. Und wenn wir schauen, wie das hier ist, ist einfach so ein Glasscheibe unten dran. Wir haben noch so sexy Schüler bekommen, hier, damit wir das Glas nicht dreckig machen. Und ja, sieht recht cool aus hier. Leider sehen wir hier nicht so wahnsinnig viel, aber das Gefühl ist schon noch recht cool hier aussen zu stehen. Wir hatten übrigens saumässig Glück gehabt, weil wir sind etwa die letzten zwei Leute gewesen, die noch auf die Dings können, auf die Plattform, weil am 5 Uhr schliesst es. Das haben wir eben nicht gewusst gehabt. Und wir sind jetzt wirklich irgendwie 10 vor 5 Uhr sind wir dort gestanden und haben zum Glück noch rein können. Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen, liebe Leute. Ich bin jetzt hier bei der Bushaltestelle in Mazatlan und warte auf meinen Bus. Es geht weiter nach einer Woche hier in Mazatlan. Und zwar geht es jetzt wieder langsam in den Süden runter. Die nächste Station ist Tepic. Wird vermutlich der wenigste Begriff sein. Es ist mehr so eine Zwischenstation. Ich freue mich, um wieder weiterreisen. Nach einer Woche am gleichen Ort tut es immer wieder gut, weiterzugehen. Und jetzt kommt mein Bus, schaut mal. Yes! Touch, Bang, Mereng und schon bin ich hier in Tepic, in der Hauptstadt des Bundesstaats. Nayarit, das liegt etwa auf 1000 Meter oben. Ungefähr 900 irgendetwas. Das ist das so ein bisschen, glaube ich, umgeben von Vulkan. Da hat etwa 250'000 Einwohner, von dem her nicht eine allzu kleine Stadt. Und ich gehe jetzt meinen Couchsurfing-Host suchen, respektive in sein Haus. Das ist etwa gut 50 Minuten zum Laufen. Und dann kann ich gerade mal die Stadt ein bisschen kennenlernen. Ja, wir haben jetzt gerade etwas mega cooles herausgefunden. Und zwar hat sie einen Kollegen von der Schweiz. Und zwar von Zug. Wer hätte es erwartet? Der Silvio Hocciuli. Vermutlich haben wir auch schon mal eins zusammengenommen. Irgendwo in Chicago oder sonst irgendwo. Und einen lieben Gruß von uns zwei. Hola! Hola Silvio! Hola Silvio! So gut. Riesenuhr. Komm mal. Hatschuli. Hatschuli. Dein Name ist nicht so einfach zum Aussprechen. Sind das mein Interesse? Hola. Saludos desde México. Desde Tepic. Desde Tepic, México. Para el mundo. So, liebe Leute, das wäre es also von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen und das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann, ciao ciao.